zusammen, der Mario. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Musiker TV. Ich will heute den neuen Line 6 Modeling Verstärker Catalyst 60 vorstellen. Der Catalyst 60 ist der kleinste aus der neuen M-Familie von Line 6, die drei Zweikanal-Kombo-Verstärker für E-Gitarre umfasst. Das 60 und 100 Watt Modell mit einer 12 Zoll Speaker-Bestückung für Proberaum, Studio und Bühne und eine 200 Watt Version mit 2x12 Zoll Speaker Bestückung lassen sich wie traditionelle Verstärker bedienen. Durch das einfache Bedienfeld lassen sich in Sekundenschnelle großartige Sounds erzeugen. Und auf jeweils 6 Presets bei Channel A und Channel B abspeichern. Mit dem Amp-Selector lassen sich 6 original Line 6 Verstärkermodelle von Clean bis High Gain auswählen. In Kombination mit der integrierten Effektsektion lassen sich hier unzählige Soundvariationen einstellen. Es sind 6 Hall-Effekte verfügbar und 6 Effekte in den 3 Gruppen Delay, Modulation und Pitchfilter. Auf der Rückseite gibt es ebenfalls zahlreiche Anschlüsse, so lassen sich über den FX-Loop externe Effektgeräte anschließen. Für Effektprozessoren gibt es sogar einen Mode-Schalter, mit dem das Return-Signal direkt zur Endstufe gesendet werden kann. Ein Kopfhöreranschluss, der den Speaker stumm schaltet, wenn er aktiv ist, ermöglicht Silent Recording. Über den USB-Anschluss kann man den Modeling-Verstärker mit dem PC verbinden und über das integrierte Interface mit jeweils 4 Ein- und Ausgängen verwenden. Alternativ kann man den XLR-Ausgang verwenden. Über einen optional erhältlichen Fußschalter, den man ebenfalls auf der Rückseite anschließen kann, hat man die Möglichkeit zwischen Channel A und B zu wechseln, sowie die Effekte ein- und auszuschalten. Für tiefgreifende Editierung der Sounds wird eine kostenfreie Editierungssoftware ausgeliefert, die für Mac, Windows sowie iOS und Android verfügbar ist. Mit Output Power kann der Verstärker für Recording gemutet werden, 0,5 Watt oder 50 und 100% der Leistung eingestellt werden. Die AUX-In-Buchse im Mini-Klinke-Format ermöglicht das Anschließen von externen Audioquellen. Ich spiele den Verstärker jetzt an im manuellen Modus. Ich höre also, was ich sehe. Ich arbeite mich durch die 6 Verstärkermodelle durch. Die Klangregelung lasse ich auf 12 Uhr. Boost und Effekte lasse ich zunächst aus. Ich werde dann hier variieren und spiele den Amp mit 0,5 Watt, denn 30 und 60 Watt ist wirklich brutal laut. Ich beginne mit Clean. And
Die Effektsektion funktioniert folgendermaßen: Effekt an oder aus. Line 6 arbeitet mit den Farbcodes. Hier ist zum Beispiel die Farbe Rot für Reverb. Halte ich diese Taste gedrückt, fängt die LED an zu pulsieren. Und ich kann jetzt über den Drehschalter aus den verschiedenen Reverb-Typen auswählen. Das wird mir hier auch an der Software angezeigt. Drücke ich die Taste nochmal, bin ich aus der Selektion draußen. Genauso funktioniert das mit den Effekten Delay, Modulation und Pitch Filter. Ich halte die Taste ebenfalls gedrückt, bis die LED anfängt zu pulsieren. Dann kann ich hier über den Tab-Taster die Gruppe auswählen, bei der ich Effekte verändern möchte. Und dann eben auch über den Drehschalter ein anderes Effekt auswählen. Drücke ich die Taste nochmal, bin ich wieder aus der Selektion draußen. Über den Tab-Taster kann ich auch einen Tuner aktivieren, wenn ich den gedrückt halte, und die Gitarre stimmen. Und wenn ich tiefer in die Soundeditierung generell eingreifen möchte, dann kann ich die kostenfreie mit ausgelieferte Software verwenden. Hier habe ich sämtliche Parameter zur Verfügung, die geändert werden können. Es gibt drei Boxenmodelle, zahlreiche Mikrofontypen. Ich kann hier die Effekte auch ein- und ausschalten, hier die Effekte auswählen in den jeweiligen Gruppen. Und je nachdem, welches Effekt ich ausgewählt habe, werden mir hier unten die Parameter angezeigt, die ich alle einstellen kann. Ich habe hier meine zwei Kanäle, Channel A, Channel B oder manueller Modus. In den jeweiligen Kanälen sind diese sechs Presets verfügbar. Werkseitig sind ganz tolle Presets mit ausgeliefert. Die kann ich natürlich ändern, neue Namen vergeben, meine eigenen Presets erzeugen und dann über diesen Button oben links abspeichern, kann sie sichern, kann neue Presets wieder laden. Es geht also nichts verloren. Ich zeige jetzt die Effekte im Schnelldurchgang. Los geht's mit Delay. Modulation. Filter.
und weiter geht's mit Metall. Ja, das war's schon wieder vom Musiker TV zum neuen Line 6 Modeling Amp Catalyst 60. Wirklich ein tolles Arbeitsgerät. Hier ist wirklich alles an Bord, was man sich als Gitarrist wünscht für den Proberaum, im Studio und auf der Bühne. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Das würde mich freuen. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.